Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-, Blockchain- und Bitcoin-Freunde, zu diesem Video. Mein Name ist Merlin Endler. Ich beschäftige mich seit knapp 3 Jahren mit dem Thema Bitcoin und Co. Und in diesem Video soll es um das Thema Mining gehen. Ist es ein Scam? Ist es Betrug? Ist es Abzocke? Kann man damit wirklich noch Geld verdienen? Die einen sagen ja, die anderen nein. Manche sagen nur ohne Strukturvertrieb, manche sagen nur mit Strukturvertrieb. Meine Aufgabe und das, was ich heute mit euch machen möchte, ist nicht viel um den heißen Brei herumreden, sondern anhand von Zahlen, Daten, Fakten aufklären und beweisen, was hier eigentlich Sache ist. Und zwar habe ich mir die verschiedenen Systeme angeschaut. Ich werde das Ganze jetzt mal am Beispiel von BitClub Network durchgehen und dazu schauen wir uns erstmal an, was hat BitClub Network denn für eine Gesamtrechenleistung am Strom? Also was haben sie für eine Kapazität? Und dazu gibt es die Seite bitclubpool.com. Da zeigt die Firma, was für eine Rechenleistung, nämlich hier 291 Petahash, momentan am Strom ist. Jetzt ist es allerdings eine BitClub-interne Seite, kann gefaked sein, kann gestellt sein. Deswegen schauen wir uns einfach mal an, unabhängig hier auf der Seite bitcoinwisdom.com, was ist denn für eine Gesamtrechenleistung am Strom? Und hier haben wir eine riesige Zahl an Gigahash. Es müssten 6.224.502.838 Gigahash sein, also eine sehr große Zahl. Und um jetzt von Gigahash auf Petahash zu kommen, also auf die Einheit, die hier angegeben wurde, müssen wir das Ganze durch 1 Million teilen. Also im Grunde genommen 6 Nullen weg von der ganzen Sache. Ich gebe die Zahl jetzt, ich kann es leider nicht copy-pasten. Deswegen gebe ich die jetzt mal hier komplett ein. 502.838. Und jetzt teilen wir das durch 1 Million, um auf die richtige Anzahl, nämlich um auf die Petahash zu kommen. So, jetzt haben wir hier 6.224 Petahash und können auf der Seite hier blockchain.info auf den Charts einsehen, welcher Teil des Kuchens denn dem BitClub gehört. Da sehen wir hier, dass der BitClub hier aktuell 5,6% inne hat, 6.200 Gesamt-Petahash, davon 10% wären 620, davon 5% wären 310 Petahash. Wir haben hier ein bisschen mehr wie 5%, also kommt es ungefähr hin, die Zahl, die hier BitClub angibt, auf der Poolseite passt. So, dann ist jetzt aber nicht nur interessant, wie viel ist denn eigentlich am Strom, wie viel Leistung, sondern was kostet der ganze Spaß, weil am Ende entscheidet sich ja die Profitabilität einmal aus dem, was verdient es mir und was kostet es. Und deswegen schauen wir uns an, BitClub gibt an, mit dem sogenannten Antminer zu minen von Bitmain und hier auf der Seite zum Beispiel www.protect.net/bitcoinminer sehen wir hier den Antminer und auch die dementsprechenden Beschreibungen und Eigenschaften. Wir sehen schon hier einen so einen Antminer, S9 Antminer läuft mit 13,5 Terahash und jetzt müssen wir herausfinden, was ein Antminer an Kosten verursacht pro Monat. Dann müssen wir wissen, wie viel die 300 Petahash an Antminern brauchen, um so auf die Gesamtkosten zu kommen. Schauen wir uns das also mal an. Hier haben wir 13,5 Terahash und wir haben als eine Effizienz von 0,098 Watt pro Gigahash. Um jetzt auf Terahash zu kommen, müssen wir das Ganze mit 1000 multiplizieren. Mache ich das hier mal weg. Also 0,098 mal 1000, muss man kein Mathematikexperte sein. Dann kommen wir hier auf 98 Watt pro Terahash. Und jetzt hat ja ein S9 Antminer 13,5 Terahash. Also rechne ich hier mal 13,5. Und dann kommen wir auf 1323 Watt, die so ein guter S9 Antminer verbraucht. Die Frage ist jetzt, wie lange läuft der pro Monat? Und das ist ja im Optimalfall so, dass die 24/7 laufen. Also 24 Stunden, die der läuft, mal 30 Tage. Dann wären wir bei 720 Stunden Gesamtlaufleistung. Und jetzt können wir uns das Ganze ausrechnen. Wir wissen nämlich, dass wir eine Leistung
haben von 1323 Watt pro Antminer, was wir gerade davor ausgerechnet haben, bei einer Laufzeit von 720 Stunden. Das würde dann im Stromverbrauch von 952,56 Kilowatt und entsprechen und somit würde das kosten 30 Euro und ein paar zerquetschte Cent, sagen wir mal 31 Euro. Das Ganze könnt ihr selber hier auf dieser Seite nachrechnen. Hier könnt ihr eingeben. Natürlich ist noch wichtig, wie bin ich jetzt auf dieses Ergebnis gekommen. Es ist so, dass die ganze BitClub-Mining-Geschichte in Island stattfindet. Man hat in Island für den Normalverbraucher Strompreise von ungefähr 10, 11 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt muss man aber auch kein Experte sein, um einfach in Google einzugeben. Hier können wir einfach eingeben, wie viel Strom oder Großabnehmerstrom kosten Island. So, weil es ist natürlich klar, dass solche Rechenzentren nicht mit den Normalgebühren für den Normalhaushalt geführt werden. Das sind Riesenabnehmer. Das heißt, wir können hier von Industrie oder von Großkunden sprechen. Und hier jetzt gleich die zweite Seite, habt ihr gesehen, die ich hier angeklickt habe, zeigt mit 4,33 Dollar Cent, also 3,25 Euro Cent, ist Island der günstigste Anbieter Europas. Mit der Seite hier könnt ihr euch mal extra beschäftigen. Es gibt auch andere Seiten, aber wir gehen jetzt einfach mal von 3,25 Cent aus und die habe ich hier auch in den Calculator reingepackt. Also Laufleistung, Laufzeit, Kosten pro Kilowattstunde, Stromverbrauch berechnen, komme ich hier auf genau diese Resultate, also 31 Euro pro Antminer. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was braucht denn dieser Pool hier an Antminern, um auf diese knapp 300 Petahash zu kommen. Ich runde das hier einfach auf und rechne mit 300 Petahash. Also was brauchen wir, wie viele Antminer brauchen wir? Und wenn wir wissen, dass ein Antminer 13,5 Terahash hat und wenn wir auch wissen, dass 1000 Terahash ein Petahash sind, dann können wir einfach 1000 geteilt durch 13,5 machen und erhalten dann 74, also ein Petahash. Also einer der 300 hier braucht 74 Antminer. Jetzt haben wir ja 300 und nicht nur einen. Also rechne ich mal 300 und dann kommen wir auf 22.222 Antminer, die wir bräuchten im BitClub, um auf dieses Ergebnis hier zu kommen. Und ja, jetzt kann man auch, wenn wir auch schon ausgerechnet haben, was ein Antminer an Kosten verursacht, nämlich 31 Euro, kann man das Ganze auch mal 31 Euro rechnen, um dann auf die monatlichen Kosten zu kommen. Und hier runden wir auch einfach direkt auf und sagen, das Ganze kostet Strom rund 700.000 Euro, um diese Mining-Anlage hier zu betreiben. Und da ist jetzt, man kann jetzt sicher noch hergehen und sagen, klar, BitClub Riesenabnehmer, da geht vielleicht noch ein bisschen ein günstigerer Strompreis, etc. Aber wir lassen es einfach mal so stehen, 300 Petahash. Wir haben ausgerechnet, wie viele Antminer sind es, S9 Antminer, wie viel kostet einer und wie viel kosten alle. Also sagen wir 700.000 USD an Stromkosten, die hier eingesetzt werden. Gut, Freunde, jetzt kann man natürlich, sieht man gleich, ist eine riesige Summe, das muss erstmal erwirtschaftet werden. Ist es jetzt überhaupt möglich, hier Profite zu erwirtschaften bei so einer großen Stromrechnung? Und dazu schauen wir uns folgende Seite an. Wir können hier runterscrollen und haben jetzt hier einmal 4 Tage 48 Stunden, also 2 Tage 24 und jetzt noch 24 Stunden. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf 24 Stunden. Da sehen wir hier BitClub Network, wie viele Blöcke hat BitClub Network getroffen. Also ein Block entspricht immer 12,5 Bitcoin. Wir sehen hier komplett, können wir runterscrollen, die ganzen Blöcke, die BitClub getroffen hat. Wir haben hier jetzt gerade gesehen 11 Blöcke, aber ich habe das hier mal alles schon im Vorfeld durchgezählt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 die letzten 24 Stunden. Den Tag davor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ich habe das Ganze über die letzten Tage ausgerechnet und bin auf einen Durchschnitt von 8 Blöcken gekommen.
Was ist ein Block? Ein Block sind 12,5 Bitcoins plus eine Transaktionsgebühr, die sich natürlich immer unterscheidet. Hier sind es jetzt 0,44 Bitcoins zum Beispiel. Wenn wir hier mal einen anderen Block anschauen, zum Beispiel den hier, da war das schon 1,36 und so weiter, aber wir wollen es nicht so kompliziert machen. Wir sagen, die Belohnung für einen Block sind 12,5 Bitcoin plus 0,5 Transaktionsgebühr, also 13 Bitcoin pro Block. Davon haben wir 8 Stück am Tag, also 13 mal 8, kommen wir auf 104 und davon wiederum haben wir haben ja 30 Tage im Monat, also mal 30, dann kommen wir auf die Gesamtzahl der erwirtschafteten Bitcoins. Also 3.120 Bitcoins gesamt erwirtschaftet. Und wenn wir uns jetzt zum aktuellen Preis das Ganze anschauen, 2.760, wir halten es wieder einfach, 2.750 sagen wir, dann haben wir mal 2.750, dann hätten wir ein Gesamtvolumen von sage und schreibe 8,58 Millionen Dollar wert in Bitcoin gegenüber Stromkosten von 700.000. Da bleibt natürlich eine Riesenmarge. Jetzt kommt natürlich noch dazu, da muss ein Dienstleister bezahlt werden, der das Rechenzentrum managt. Da muss Wartung bezahlt werden, da muss zusätzliches Personal, Kühlung und so weiter. Wir runden diese 700.000 einfach noch auf eine Million, ziehen also hier eine Million ab und kommen dann auf ein monatliches, in den letzten 30 Tagen auf ein Plus von 7,58 Millionen, die hier eingenommen werden im Mining. So, das heißt, was diesen Part betrifft, kann sich jetzt jeder selber überlegen, ist es ein lukratives Geschäftsmodell, wenn man eine Million an Kosten hat und 7,5 Millionen Gewinn erwirtschaftet. Für den einen ja, für den anderen vielleicht nicht, wie auch immer. Ganz, ganz wichtig, die BitClub und auch andere Mining Pools, die das im großen Stile machen, die haben eben über diese günstigen Stromtarife ganz andere Möglichkeiten und auch über vergünstigte Hardware. Weil das ist jetzt der nächste Schritt, wie viele von euch vielleicht wissen. Es wird immer argumentiert oder die Frage habe ich mir auch gestellt, kann jetzt das überhaupt funktionieren mit einem Network, also dass ein Strukturvertrieb im Grunde da noch bezahlt wird, wie sieht das aus? Und dafür habe ich mir einfach mal angeschaut, was kostet eigentlich so ein Antminer? Was muss man hier für den hinlegen? Und wir sind jetzt hier wieder auf dieser Seite. Ein Antminer kostet hier, wenn man 2 Stück abnimmt, 1600 Euro, also 1600 Euro. Ab 5 Antminern kann man dann schon was sparen und ihr könnt ja davon ausgehen, wenn solche großen Player wie BitClub oder andere hergehen, dass die nicht, oder wenn die nicht 2, 5 oder 10 kaufen, sondern 22.200, dass sich da durchaus ein Mengenrabatt wahrscheinlich noch rausschlagen lässt. Das lassen wir aber mal außen vor. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Preis hier von 1600 Euro pro Antminer. Ja, und dann ist ja die Frage, wenn jetzt BitClub einen Strukturvertrieb finanziert, wo manche sagen 20, manche 30, manche 40, ist mir im Grunde auch ganz egal, wir machen das auch wieder hier einfach, wir sagen 50% geht in die Struktur, das heißt, das Gerät würde BitClub 1600 Euro kosten, die würden das aber im Vertrieb für 3200 Euro verkaufen und jetzt rechnen wir uns einfach mal aus, 3200 Euro, die ein Antminer am Ende den Endkunden kostet, mal 22.200, dann wissen wir, wir haben hier ungefähr 71, wir runden das auch wieder auf, wir haben hier 72 Millionen dann eingesammelt, wovon die Hälfte gleich mal weggegangen ist in die Struktur, die andere Hälfte da geblieben ist, in Rechenleistung investiert wurde und jetzt diese Gewinne von eben 7,5 Millionen nach Abzug der Kosten erwirtschaften. Also diese 7,5 Millionen ins Verhältnis gesetzt zu den 72, die wir hier eingesammelt haben, sind immer noch 10% Ertrag. Das heißt, diese 10% Ertrag, davon gehen im BitClub-System, so wie ich das mir im Internet angeschaut habe, ungefähr 5% in die Auszahlung. Also 5% auf den eingesetzten Dollarwert gehen in die Auszahlung. Und die anderen 5% gehen in das System zum Reinvest, also man sagt, dass im Grunde der Anteil dadurch sich vergrößert. Also wir kommen hier in Bezug auf das gesamt eingesammelte Kapital auf eine Rendite, wenn man es so nennen will, auf einen Ertrag von rund 10%, wovon 5% dem Kunden ausgezahlt wird. Also auch diese Rechnung deckt sich in etwa
sage eher noch ein bisschen besser, deckte sich mit dem, was ich im Internet an Resultaten recherchieren konnte. So, liebe Freunde, wir haben uns also angeschaut, was kostet diese Rechenleistung, die dort betrieben wird, bei Island-Bedingungen, und was erbringt sie? Und wenn wir jetzt am Ende ein Plus haben von 7,5 Millionen, wovon dann letztendlich fast 4 Millionen auszahlbereit für die Kunden sind, dann entspricht, dann deckt es sich eigentlich ziemlich gut mit den Renditen, die da ausgeschüttet wurden. Und klar, jetzt man kann jetzt sich jetzt die Frage stellen, was ist besser, bei so einer Mining-Geschichte mitzumachen, bei so einem oder eher doch Coins kaufen. Im Grunde genommen sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich persönlich kann niemandem garantieren, ist das eine besser, ist das andere besser. Aber so wie ich jetzt dann und wie ich das jetzt auch mit euch hier teile, ist es das Geschäftsmodell an sich auf einer mathematischen und verständnistechnischen Ebene definitiv funktionsfähig. Was ihr am Ende dann damit macht, ist jedem selber überlassen. Ich ich bin einfach nur dazu motiviert, hier mal auch auf Zahlen, Daten, Fakten zu schauen und nicht nur wie andere in gewissen Videos einfach nur in die Luft hineinreden. Ich wollte mir das mal vorrechnen und dann diese Informationen mit der Öffentlichkeit teilen. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch maximalen Erfolg beim Bitcoin-Minen oder beim Bitcoin-Kaufen. Die gesamte Kryptowelt, lasst uns die nach vorne pushen. In diesem Sinne, ciao Leute.